Hallo und willkommen zum letzten Teil der Videoreihe, in der wir uns das Mathe LK Abi 2021 anschauen. Heute, wie gesagt, im letzten Teil den Wahlteil Stochastik. Falls ihr die ersten vier Teile noch nicht gesehen habt, findet ihr in der Videobeschreibung auf jeden Fall den Link zum ersten Teil und von dem kommt ihr dann auch Schritt für Schritt zu Teil 2, 3 und 4. Also fangen wir direkt an mit dem Wahlteil Stochastik. Wie immer, der Hinweis: versucht es erst selbst, nur die Lösungen zu hören, bringt oft wenig. Aber dann denkt ihr, ihr hättet es geschafft, hättet es vielleicht doch nicht ganz geschafft. Also, falls ihr das Abi nicht schon bearbeitet habt, haltet kurz an, versucht vielleicht den ersten Teil der Aufgabe, es gibt auch noch einen zweiten, aber erstmal den ersten, versucht den erst kurz selbst und dann, wenn er wieder zurückkommt, besprechen wir den gemeinsam. Also ich gehe jetzt davon aus, dass jeder schon selbst versucht hat, der jetzt noch zuschaut. Dementsprechend fangen wir einfach mal an mit unserem Glücksrad, das dreifarbige Sektoren hat. Einmal drehen, rot 60%, blau 30%, grün 10%. Es wird 20 Mal gedreht und bestimmen Sie für folgende Ereignisse jeweils die Wahrscheinlichkeit. Genau 15 Mal erscheint rot. Wir haben ganz klar eine Binomialverteilung. Denn Binomialverteilung hat zwei Bedingungen. Sollten wir uns morgen, Bedingung 1, die Ergebnisse, die einzelnen Durchführungen sind unabhängig voneinander, ist so. Das einzelne Drehen vom Glücksrad beeinflusst nicht das andere Drehen, also die einzelnen Drehvorgänge sind unabhängig und die Wahrscheinlichkeit ist konstant. Es geht hier um Rot und die Wahrscheinlichkeit für Rot ist konstant, die ändert sich nicht durchs Drehen. Bei anderen Versuchen ohne Zurücklegen zum Beispiel, da ändert sich die Wahrscheinlichkeit mit jedem Mal ziehen, aber beim Glücksrad auf jeden Fall nicht, es bleibt ja immer gleich. Das heißt, wir definieren uns ganz wichtig eine Zufallsvariable. Wenn die fällt, bekommen wir Abzug. Wir können nicht mit irgendwelchen Variablen rechnen, die nie definiert wurden. Heißt, es geht hier um die Anzahl von Rot. Das heißt, es macht Sinn, sich erstmal eine Variable zu definieren, die die Anzahl von Rot zählt. X zählt, wie oft Rot gedreht wird und ist binomialverteilt mit n gleich 20, weil wir 20 mal drehen und p gleich 0,6, weil die Wahrscheinlichkeit für Rot eben 60% ist. Aber eine Kursschreibweise hierfür wäre übrigens, ist B 20 0,6 verteilt. Kann man sich ein bisschen Zeit sparen, wenn es oft vorkommt, erst das N, dann das P, so können wir das auf jeden Fall auch schreiben. So, ich will genau 15 mal Rot, das heißt, die Wahrscheinlichkeit von A ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 15 mal Rot vorkommt. Jetzt brauchen wir natürlich im Taschenrechner unseres Mode, dann 4 Distribution, Binomial P, weil wir eine Einzelwahrscheinlichkeit haben, var also 2. Wir wollen 15 mal, das heißt, ich gebe hier 15 ein, drücke gleich, gebe für N20 ein, gleich, Wahrscheinlichkeit 0,6, drücke gleich und ich bekomme 0,07. 4,0744 für diese Aufgabe. Dann, bei den ersten 10 Drehungen erscheint genau 2-mal blau, insgesamt höchstens 5-mal blau. Okay, also ich habe 10 Drehungen und bei den ersten 10 genau 2-mal blau. Deswegen würde ich mir jetzt eine neue Variable definieren. Jetzt geht es hier erstmal um die ersten 10 Drehungen. Heißt, ich brauche eine neue Variable, die nur noch n gleich 10 betrachtet. Die restlichen überlegen wir uns dann gleich, aber erstmal definiere ich mir eine Variable für 10 Drehungen. Y zählt, wie oft, Achtung, blau nicht rot gedreht wird, es geht ja um blau in der Aufgabe und ist B 10 0,3 verteilt, Wahrscheinlichkeit für blau ist 30% und wir haben 10 Drehungen. So, wir wollen Wahrscheinlichkeit von B, bei den ersten 10 Drehungen erscheint genau 2-mal blau, also bei den ersten 10 haben wir Y gleich 2, 2 von 10 sind blau. Und insgesamt erscheint höchstens 5-mal blau. Heißt, die ersten 10 Drehungen genau 2-mal und insgesamt höchstens 5-mal. Heißt, bei den restlichen 10 Drehungen darf höchstens 3-mal blau vorkommen. Ich mache ein Mal, kein Plus, weil beides gelten muss. Ich gehe gerade einen Ast entlang. Plus mache ich, wenn ich mehrere Äste im Baumdiagramm zusammenzähle. Hier gehe ich aber einen Ast entlang. Erst genau 2-mal, also erst genau 2 von 10-mal blau und dann höchstens 3-mal blau. Da addiere ich, also das muss beides gelten, das heißt, ich mache ein Mal, weil ich gewissermaßen einen Ast entlang gehe. Genau, und das kann ich jetzt wieder berechnen. P von Y gleich 2 mit dem WTR, ich gebe jetzt eben hier 2 ein, N ist 10, P ist 0,3, gibt mir etwa 0,233. Kleiner gleich 3 mache ich jetzt mit Binomial CD. Ich gebe 3 ein, weil ich kleiner gleich 3 habe. N gleich 10, P gleich 0,3. Gibt mir 0,6496, also 6,5.
650, wenn ich so will. 650 kann ich noch kurz eingeben. Gibt mir 0,151, also etwa 15,1%. Nächste Aufgabe, ziemlich viel Text, müssen wir gleich irgendwie runterbrechen. Beim Glücksspiel darf man für einen Einsatz von 6 Euro das Glücksrad zweimal drehen. Wenn dabei genau einmal rot erscheint, erhält man einen bestimmten Auszahlungsbetrag. Wenn zweimal rot erscheint, erhält man das Siebenfache dieses Betrags. Andernfalls, also bei keinmal rot, erhält man keine Auszahlung. Das Spiel ist fair, ganz wichtig, faires Spiel. Und der Auszahlungsbetrag ist gefragt für den Fall, dass genau einmal rot kommt. Also, würde ich mir erstmal kurz eine kleine Tabelle machen. Bei so Glücksspielen immer ganz hilfreich. Für welchen Fall bekomme ich welche Auszahlung? Also Anzahl rot, um das geht's ja. Wie oft erscheint rot? 0, einmal oder zweimal. Was anderes kann nicht vorkommen. Und unsere Auszahlung ist bei 0, 0 Euro. In Euro. Bei 1 ist es ein bestimmter Auszahlungsbetrag. Wir wissen nicht welcher. Ich mache mal A. Irgendeine Variable. Und bei 2, wenn 2 mal rot erscheint, erhält man das 7-fach, also 7a. Auch hier der Ansatz mit einem Parameter hilft immer. Ich habe nämlich am Ende wieder eine Gleichung und die kann ich nur lösen, wenn ich nur eine Variable habe. Also müssen wir das irgendwie alles durch eine Variable ausdrücken. Hat funktioniert. Und auch ganz wichtig, Einzahlung steht auch in der Aufgabe. Ist oder Einsatz 6 Euro steht oben drin, können wir ablesen. So, das Spiel ist fair. Was bedeutet das? Das Spiel ist fair bedeutet, dass keine Seite Gewinn macht, zumindest dem Erwartungswert entsprechend. Also auf lange Sicht durchschnittlich macht pro Spiel niemand Gewinn. Auf lange Sicht durchschnittlich ist ganz wichtig, weil der Erwartungswert sagt ja nichts oder nicht wirklich was aus über mein einzelnes Spiel, sondern nur über die Masse. Also ich meine, also die Wahrscheinlichkeit für Kopf bei einer Münze ist 0,5, heißt aber nicht, dass ich bei zweimal Werfen genau einmal Kopf und einmal Zahl kriege. Aber wenn ich halt 100.000 Mal werfe, werde ich 50.000 plus minus vielleicht 1.000 Mal Kopf kriegen, ziemlich sicher. Also je mehr ich Durchführungen mache, desto mehr sagt der Erwartungswert aus. Deswegen sage ich immer auf lange Sicht durchschnittlich. Und es muss gelten bei einem fairen Spiel, dass ich auf lange Sicht durchschnittlich ungefähr so viel ausgezahlt bekomme durchschnittlich, wie ich einsetze. Das hier ist die Gleichung für ein faires Spiel. Der Erwartungswert von der Auszahlung muss gleich beim Einsatz sein. Dann bekomme ich auf lange Sicht durchschnittlich gleich viel raus, wie ich reingebe. Und dann ist das Spiel fair. Kein Glücksspiel der Welt ist so, weil es für keinen Betreiber Sinn macht, weil auf lange Sicht verdient er dann ja nichts. Also jedes Glücksspiel der Welt, das irgendwie durchdacht ist, ist der Einsatz größer als die erwartete Auszahlung. Es wird ja der Glücksspielbetreiber keinen Gewinn machen. Aber wir wollen jetzt ein faires Spiel. Heißt, das muss gelten. So. Der Erwartungswert von der Auszahlung, dafür brauchen wir die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ergebnisse, weil der Erwartungswert ist immer das Ergebnis mal dessen Wahrscheinlichkeit. Also, wir brauchen die Wahrscheinlichkeit für, also ich mache hier die meine Tabelle mal hier kurz weiter, die Wahrscheinlichkeit für keinmal rot, für einmal rot, für zweimal rot. Also die Wahrscheinlichkeit für keinmal rot, die Wahrscheinlichkeit für rot ist ja 60%. Heißt, für nicht rot ist sie 40% und das Ganze will ich zweimal, also 0,4 Quadrat. Die Wahrscheinlichkeit für zweimal rot, dementsprechend 0,6 Quadrat. Das rechne ich mal kurz aus. So, und das hier sind halt die Gegenwahrscheinlichkeit. Das ist der Rest, das heißt, das ist das, was hier übrig bleibt. Hier ist 1 minus die beiden zusammen, 0,16 plus 0,36. Gibt mir dann hier 0,48. Also, keinmal rot, Gegenwahrscheinlichkeit hoch 2, zweimal rot, Wahrscheinlichkeit hoch 2 und das ist hier der Rest, 1 minus das eben. So, jetzt ist die erwartete Auszahlung, ist jeweils Wahrscheinlichkeit mal Auszahlung. Heißt, in 16% aller Fälle bekomme ich 0 Euro ausgezahlt. Oder ich lasse mal die Euro weg, sonst wird es zu kompliziert mit Einheiten hier. In 48% der Fälle, also plus 0,48, bekomme ich A Euro ausgezahlt. Was A ist, wissen wir noch nicht. Und in 0,36% der Fälle bekomme ich 7A Euro ausgezahlt. Und das soll gleich dem Einsatz sein, also muss gleich 6 sein, dann ist das Spiel fair. So, das hier fällt weg wegen mal 0. 0,48 plus 0,36 mal 7A gibt 3a, das hier ist, wenn man so rechnet, 3a gleich 6, das heißt a ist gleich 2
Und der Auszahlungsbetrag ist also 2 Euro. Der Auszahlungsbetrag bei Einmalrot oder bei genau Einmalrot muss 2 Euro betragen. Also immer Aufgabe in der Tabelle so grob darstellen, dann faire Spielbedingungen wird die Bedingungen und die einzelnen Wahrscheinlichkeiten bestimmen. Erwartungswert ist dann immer das Ereignis mal dessen Wahrscheinlichkeit, dazwischen ein Plus und dann können wir in dem Fall nach A auflösen und haben unsere Aufgabe geschafft. Gut, machen wir weiter mit einem Hypothesentest. Beziehungsweise eigentlich nur mit einer Begründung von einer Wahl der Nullhypothese, nicht mal ein Test. Jemand vermutet, dass die Wahrscheinlichkeit für Rot in Wirklichkeit geringer als 60% ist. Deshalb soll ein Hypothesentest durchgeführt werden. Dabei soll möglichst vermieden werden, dass irrtümlich von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit für Rot ausgegangen wird. Formulieren Sie eine Nullhypothese, die dieser Zielsetzung entspricht, und begründen Sie Ihre Wahl. Also, das ist natürlich eine typische Aufgabe, dass eine Fehlerwahrscheinlichkeit oder dass ein Fehler formuliert ist, der vermieden werden soll. Und dann ist die Frage nach der passenden Wahl von H0. Und da gibt es eine Sache zu merken, nämlich man kann die Wahrscheinlichkeit des Fehlers erster Art kontrollieren, die des Fehlers zweiter Art nicht. Also Fehler erster Art, die Wahrscheinlichkeit hierfür lässt sich nach oben hin deckeln mit dem Signifikanzniveau Alpha. Die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler zweiter Art können wir nicht kontrollieren. Das heißt, ganz wichtig, immer merken, wenn wir einen Fehler möglichst vermeiden wollen, also wenn wir einen Fehler kontrollieren wollen, muss dieser Fehler zwingend dem Fehler erster Art entsprechen. Denn nur den können wir kontrollieren. Das Risiko erster Art ist gedeckelt durch Alpha. Den Fehler zweiter Art, den können wir nicht kontrollieren. Also in dem Fall muss der formulierte Fehler immer dem Fehler erster Art entsprechen. Das müssen wir uns merken. Das heißt, der Fehler erster Art ist ja, ich mache ihn mal kurz ganz allgemein. H0 fälschlicherweise verworfen. Und ich würde den jetzt ein bisschen umformulieren, weil hier formuliert man es ja eigentlich immer so, dass man irrtümlich von etwas ausgeht. Also hier wird irrtümlich von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit ausgegangen. Das heißt, Fehlerausdruck kann man ja umformulieren. Anstatt H0 fälschlicherweise verworfen kann ich auch schreiben, fälschlicherweise von H1 ausgehen. Also H0 verworfen von H1 ausgehen ist ja äquivalent. Das heißt, ich kann meinen Fehler aus der Art auch so formulieren. So. Und jetzt, wie gesagt, ganz wichtig, der in der Aufgabe formulierte Fehler muss dem Fehler aus der Art entsprechen. Also, ich würde mal da jetzt einmal kurz den Satzbau vergleichen. Ich schreibe mal kurz den in der Aufgabe formulierten Fehler noch ab. Die Aufgabe sagt fälschlich, also ich will vermeiden, dass ich fälschlicherweise von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit für Rot ausgehe. Und das muss dem Fehler erster Art entsprechen. Das heißt, fälschlicherweise von H1 ausgehen ist der Fehler erster Art, muss dem Fehler entsprechen, fälschlicherweise von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit für Rot auszugehen. Heißt, schon am Satzbau erkenne ich, fälschlicherweise von H1 ausgehen, fälschlicherweise von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit für Rot ausgehen. Heißt, wenn das der gleiche Fehler sein soll, wenn der in der Aufgabe formulierte Fehler am Fehler aus der Art entsprechen soll, muss das hier H1 sein. Heißt, meine Alternativhypothese ist eine zu hohe Wahrscheinlichkeit für Rot. Heißt, H1 muss P größer 0,6 sein. Und so mache ich das. Also, der in der Aufgabe formulierte Fehler muss dem Fehler aus der Art entsprechen. Dann schreibe ich den Fehler aus der Aufgabe auf, vergleiche den mit dem Satzbau vom Fehler aus der Art. Fehler aus der Art fälschlicherweise von ganz allgemein H1 ausgehen. In der Aufgabe formuliert fälschlicherweise von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit für Rot ausgehen. Heißt, H1 muss das hier sein. Dann ist, wenn H1 das ist, dann ist der in der Aufgabe formulierte Fehler der Fehler aus der Art. Und dann kann ich diesen kontrollieren, denn nur den Fehler aus der Art kann ich kontrollieren, Fehler zweiter Art nicht. Also würde ich hier zum Beispiel so aufschreiben. Der Aufgabe formulierte Fehler muss dem Fehler aus der Art entsprechen, da dieser durch das Signifikanzniveau Alpha kontrollierbar ist. Und dementsprechend folgt, H0 ist p klein gleich 0,6, weil H1 eben zu hohe Wahrscheinlichkeit sein muss, also p größer 0,6, dementsprechend kann ich rückschließen, auf H0 muss Gegenteil sein, wobei p die Wahrscheinlichkeit für Rot ist. Und so habe ich meine Wahl von H0 ausreichend begründet. Also immer Fehler aus der Art muss dem formulierten Fehler entsprechen, da dieser kontrollierbar ist und dann kann ich das Satzbau vergleichen und sehe direkt, was H1 sein muss und dann ist das Gegenteil H0. Ich würde mir diesen Satz auswendig merken. Also wenn so eine Aufgabe kommt, tut man sich leicht, wenn man die Formulierung schon hat. Merkt euch einfach diesen Satz sehr auswendig. Klar, ihr müsst immer noch auf die Aufgabe anwenden, aber diesen Satz hier, den könnt ihr immer hinschreiben. Denn der Aufgabe formulierte Fehler muss dem Fehler aus der Art entsprechen, da dieser durch das Signifikanzniveau Alpha kontrollierbar ist. Dieser Satz können wir eigentlich unabhängig von der Aufgabenstellung immer, also nicht von der Aufgabenstellung, aber von der Sachsituation. Also, ob ich jetzt ein Glücksrad habe oder Haferflocken, die falsch abgefüllt werden oder also egal was, dieser Satz ist ja allgemeingültig, den kann ich immer hinschreiben.
Diese beiden Sätze auch. Nur der Aufgabe, also ich muss eigentlich das hier hinschreiben, ist immer gleich. Dann einfach aus der Aufgabe abschreiben, meinen Fehler. Dann schreibe ich diesen Satz hin, der ist auch immer gleich. Und dann muss ich einfach noch kurz das hier vergleichen. Und dann weiß ich, was H1 ist und dementsprechend auch, was H0 ist. Also, ihr könnt eigentlich das hier 1 zu 1 so auswendig lernen und immer so hinschreiben, bis auf das hier müsst ihr aus der Aufgabe abschreiben. Und das hier müsst ihr euch dann überlegen. Aber das hier und das hier ist immer konstant. Und dann könnt ihr da auch ziemlich leicht die Punkte einsacken, wie ich finde. Okay. Schauen wir uns jetzt noch die Aufgabe C2.2 an. Wo wir jetzt tatsächlich auch mal einen Test durchführen müssen. Bei einem Spielautomaten wird vermutet, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit P größer als 10% ist. Die Vermutung um Hilfe eines Hypothesentests mit N gleich 200 und einem Stichsignifikanzniveau von 5% getestet. Als H0 wird P größer gleich 0,1 gewählt. Also ist schon ungewöhnlich, dass man jetzt das, was man eigentlich stützen will, als H0 wählt. Das wählt man eigentlich als H1, bisschen ungewöhnliche Wahl von H0, aber ist ja egal, die gelten uns ja vor von dem her. Okay. Formulieren Sie die Entscheidungsregel. Also fragen wir uns erstmal, welchen Test machen wir? Wir wissen H0 P größer gleich 0,1 und H1 P kleiner 0,1 dementsprechend. Heißt, ich will. Meine H1 ist klein 0,1, heißt, mein Ablenkungsbereich muss irgendwo links liegen, wegen dem kleiner. Das heißt, unser Test muss auf jeden Fall linksseitig sein. So, ich muss mir jetzt erstmal eine Variable definieren. Es geht darum, es geht ja um die Gewinnwahrscheinlichkeit P. Heißt, ich muss die Anzahl der Gewinne zählen, und zwar mit n gleich 200. Ich schreibe das dann so auf. X zählt die Anzahl der Gewinne und ist bei wahren Nullhypothese im Extremfall, also Extremfall, weil zu H0 gehört eben alles über oder gleich 0,1. Im Extremfall sind wir bei 0,1. Also angenommen H0 ist wahr, dann ist das Binomialverhalten mit n gleich 200 laut Aufgabe. Ich hier und P gleich 0,1, was dem Extremfall von H0 entspricht. So. Dann unser Ansatz. Gesucht ist beim linksseitigen Test das größte K, natürliche K natürlich, so dass auswendig lernen oder auf der Markthilfe schauen oder mein Video zum linksseitigen Test anschauen, dann macht es für euch auch Sinn, dieser Term. Es wird auf jeden Fall x kleiner gleich k kleiner gleich Alpha, also 0,05. Gut. Dieses K können wir jetzt doch probieren bestimmen. Das heißt, ich mache eine Tabelle, ich mache verschiedene Ks, ich mache px kleiner gleich k und versuche mal ein bisschen hin und her. Ganz grob von der Größenordnung her, wir haben 200 Versuche, unsere Wahrscheinlichkeit ist 10%, heißt Erwartungswert wäre 20, ich will aber links davon liegen wegen dem linksseitigen Test, heißt mein K wird irgendwo unter 20 liegen. So kann ich mir immer ein bisschen überlegen, was sinnvoll ist. Ich fange jetzt einfach mal ein bisschen an mit rumprobieren und sage euch dann in Kürze, was ich rausbekommen habe. Also ich gehe auf natürlich wieder auf Dist, dann auf Binomial CD, weil ich hier kleiner gleich habe, mit der Binomialverteilung var. Und dann ich kann es mal durchprobieren, ich gebe mal 15 ein. Für K, N ist 200, P ist 0,1. Habe ich, ist noch zu groß, dann gebe ich halt mal 13 ein. Das ist dann, gerade an der Grenze, gut, ich muss immer die beiden Zahlen eingeben, die an der Grenze sind, um nachzuweisen, wo die Grenze ist. Bei 12 ist es noch drunter, heißt für k gleich 12 habe ich 0,032 und für k gleich 13 habe ich 0,057. Heißt, mein kritischer Wert k ist 12. Bis zu 12 ist die Bedingung erfüllt. Bis zu 12 bin ich unter 0,05. Das heißt, daraus kann ich meinen Ablenkungsbereich schließen, der ist eben von 0 bis 12. Meine Entscheidungsregel ist dann die folgende. Wenn höchstens 12 der 200 Versuche Gewinne sind, wird H0 zugunsten von H1 verworfen und wichtig sonst nicht. Das sonst nicht gehört auch dazu, sonst ist unvollständig. Wer sonst nicht schreibt, bekommt, wenn es blöd läuft, Abzug. Wir müssen immer auch sagen, was in den anderen Fällen passiert, auch wenn es eigentlich offensichtlich ist. Dann wird nämlich H0 nicht verworfen. Gut, Entscheidungsregel geschafft. Jetzt kommen wir noch zur letzten Aufgabe, nämlich zum Fehler zweiter Art. Wir haben die tatsächliche Wahrscheinlichkeit angegeben, nämlich in Wirklichkeit ist sie 0,08, also H0 ist falsch, H0 trifft nicht zu, wir sind in Wirklichkeit drunter und wir wollen die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler zweiter Art. Also erst kurz zu den Fehlern, was die eigentlich aussagen. Also,
Wenn mein H0 wahr ist und dies verworfen, also H0 irrtümlicherweise verworfen ist, der Fehler auch stark, und die Wahrscheinlichkeit von dem ist die Wahrscheinlichkeit vom Ablenkungsbereich. Also wenn ich im Ablenkungsbereich lande, dann verworfe ich ja H0. Das heißt, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich H0 verworfe, obwohl es wahr ist. Also ich gehe von den wahren H0-Parametern aus, ich gehe davon aus, dass P von H0 stimmt, berechne dann die Wahrscheinlichkeit vom Ablenkungsbereich und dann weiß ich, wie wahrscheinlich es ist, dass ich in dem lande, obwohl H0 wahr ist, also wie wahrscheinlich es ist, dass ich H0 verworfe, obwohl es wahr ist. Also Fehler aus der Art oder Risiko aus der Art ist die Wahrscheinlichkeit vom Ablenkungsbereich mit H0-Parametern eigentlich ziemlich einfach zu berechnen. Fehler zweiter Art ist gerade andersrum, dass ich H0 behalte, also nicht verworfe, obwohl es falsch ist. Muss ich überlegen, in wann behalte ich H0? Naja, wenn ich nicht im Ablenkungsbereich lande. Also ich behalte H0, wenn ich im Annahmebereich lande. Das heißt, das hier ist die Wahrscheinlichkeit vom Annahmebereich, aber mit anderen Parametern. Weil ich weiß ja, H0 ist falsch, H0 ist in Wirklichkeit, X ist in Wirklichkeit binomialverteilt mit 0,08, nicht mit Größe gleich 0,1. Das heißt, ich muss überlegen, wie wahrscheinlich ist der Annahmebereich mit meinen wahren Parametern? Also nochmal, mir geht es darum, ich verworfe H0 nicht, obwohl es falsch ist, obwohl in Wirklichkeit P 0,08 ist. Das heißt, ich frage mich, wie wahrscheinlich ist es mit P gleich 0,08, dass ich H0 nicht verworfe, obwohl es eigentlich ja falsch ist, weil das gilt. Das heißt, ich brauche die Wahrscheinlichkeit von dem Bereich, in dem H0 nicht verworfen wird, und das ist eben der Annahmebereich. Also Fehler zweiter Art ist immer die Wahrscheinlichkeit vom Annahmebereich, aber mit den wahren Parametern. Ich weiß jetzt ja, H0 ist falsch. In Wirklichkeit ist das die richtige Wahrscheinlichkeit. Heißt, ich berechne auch mit dieser Wahrscheinlichkeit, weil das der Wahrheit entspricht, das entspricht der Realität. Ich berechne mit dieser Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit, dass ich H0 nicht verworfe. Heißt vom Annahmebereich. Ich weiß von vorhin, dass mein Ablehnungsbereich ja von 0 bis 12 ging. Das heißt, mein Annahmebereich ist von 13 bis 200. Das heißt, ich brauche die Wahrscheinlichkeit von dem Bereich, weil hier wird H0 nicht verworfen. Aber H0 ist jetzt ja falsch. In Wirklichkeit ist es nämlich anders verteilt. Das heißt, ich brauche eine neue Variable, nämlich Y, mit der wahren Wahrscheinlichkeit. Also Y zählt die Anzahl der Gewinne und ist, wie wir nun wissen, in Wahrheit B200 0,08 verteilt. Also die Wahrscheinlichkeit hat sich geändert. Wir wissen nun, H0 ist falsch. In Wirklichkeit ist das hier die wahre Verteilung. Heißt, ich brauche die Wahrscheinlichkeit von dem Bereich, wo H0 nicht verworfen wird, aber mit der wahren Wahrscheinlichkeit, weil die H0 falsch ist. Deswegen habe ich ja einen Fehler. Ich verworfe H0 nicht, obwohl es falsch ist. Heißt, ich brauche die Wahrscheinlichkeit von H0 nicht verworfen, also von dem Bereich, obwohl es falsch ist. Heißt, mit der wahren Wahrscheinlichkeit, die hier gegeben ist. Das heißt, ich muss schauen, dass y größer gleich 13 ist. Das heißt, ich brauche diesen Bereich hier. Annahmenbereich hier wird H0 nicht verworfen. Die Wahrscheinlichkeit brauche ich. Schreibe ich um zu 1 minus p von y kleiner gleich 12. Also mehr als mindestens 13 Gegenwahrscheinlichkeit ist eben, oder Gegenereignis ist höchstens 12. Kann ich berechnen. Ich mache also Binomial CD mit 12 und n gleich 200. P ist jetzt ja bekanntermaßen 0,08. Das ist mein Telefon. Tut mir leid. Also, das hier kommt raus. 0,18 Fokus. Ja. 0,182. Das heißt, 1 minus 8, das ist jetzt auch hier nur die Wahrscheinlichkeit hier, 0,182. Und 1 minus das gibt dann eben 0,818, wenn ich jetzt gerade richtig überschlagen habe. Ja, und das ist dann die Wahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art. Die Wahrscheinlichkeit vom Annahmebereich mit den eigentlichen H0-Parametern, um die es mir ja geht. Gut, soviel zum Wahlheit-Stochastik. War jetzt, ich weiß, ich, es ist, also die ganze Hypothesentest, Signifikanztest-Thematik ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil es ein ziemlich wirres Thema ist. Wenn man es einmal verstanden hat, sind es eigentlich geschenkte Punkte, auch bis man es verstanden hat, ist es ein harter Weg. Merkt euch da einfach ein paar Formulierungen auswendig. Merkt euch, wie man den Fehler erster Art bestimmt oder die Wahrscheinlichkeit von dem. Die Wahrscheinlichkeit von Fehler zweiter Art geht so. Sieht kompliziert aus, aber ist eigentlich vom Ding her ein Schema F, das man lernen kann. Merkt euch die Formulierungen für die Wahl von H0. Das ist auch kompliziert nachzuvollziehen am Anfang, aber wenn man es mal durchstiegen hat, ist es einfach. Oder wenn man einfach die Sachen hier auswendig lernt, dann geht's auch. Merkt euch auch die Sachen fürs faire Spiel. Also das miese Stochastik ist, finde ich, dass es immer riesige, Te oder was riesige, aber relativ lange Texte mit relativ hoher Informationsdichte sind, wo man erstmal
die ganzen Informationen irgendwie so darstellen muss, dass sie auch Sinn machen. Bei fairen Spielen macht eine Tabelle, wann bekomme ich wie viel ausgezahlt und wie wahrscheinlich ist es. Und dann die Bedingung Auszahlung oder Erwartungswert von der Auszahlung muss dem Einsatz entsprechen. Und dann Wahrscheinlichkeit mal Auszahlung plus Wahrscheinlichkeit mal Auszahlung plus Wahrscheinlichkeit mal Auszahlung muss im Einsatz entsprechend auflösen nach, ah, ich habe meinen Betrag. Also so Sachen, die sind mega kompliziert, wenn man es das erste Mal macht, aber wenn man die richtig lernt, wenn man sich klar macht, aus dem Text die Tabelle rausschreiben und so weiter und so fort, Formulierungen auswendig lernen, Fehler zweiter Art, Wahrscheinlichkeit auswendig lernen, Ansätze für die Hypothesentests auswendig lernen, einfach in Stochastik kann man so viel auswendig lernen, was so viel kompliziert vorkommt, es verlieren so viele Leute Stochastik-Punkte, weil sie das nicht auswendig lernen. Also man sagt, also wie gesagt, viele sagen immer so, Mathe ist Verständnis und ja, Mathe ist auch Verständnis und ihr werdet ohne Verständnis keine 15 Punkte kriegen, aber ihr könnt auch ohne Verständnis oder ohne ein komplettes Verständnis zumindest, könnt ihr trotzdem ins Zweistellige auf jeden Fall reinkommen, wenn ihr euch, wie gesagt, diese Basics, die immer wieder kommen, reinprügelt in den Kopf. Also die Formulierungen von der Wahl von H0, das hier, Ansatz für Hypothesentest, Entscheidungsregel, Fehlerwahrscheinlichkeiten, die Fehlertabelle hier, auswendig lernen, wie berechne ich eine Fehlerwahrscheinlichkeit, auswendig lernen, das geht alles auswendig. Und wenn ihr es dann also noch anwenden könnt, was eben durch Übung irgendwann hoffentlich kommt, dann seid ihr perfekt vorbereitet aufs Abitur. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche oder irgendwas, was ich noch machen soll, schreibt sie gerne in die Kommentare. Feedback auch gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg beim Abitur. Macht's gut und stresst euch nicht zu sehr. Es ist doch mehr auswendig lernen, als man mal denken mag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.